Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. So, wir haben uns hier ein bisschen im Bunker eingerichtet. Jetzt gehen wir mal wieder auf die Pirsch. Letzte Folge hat man hier noch Hunde gehört, die hier gewütet haben. Ich habe zwischenzeitlich kurz mal ausgeloggt, um eine Folge hochzuladen. Ich glaube, die sind schon wieder weg. Den Bär sehe ich da hinten. So, wir wollten jetzt mal hier runtergehen und uns mal diese Kiste da anschauen. Da flitzen wir jetzt mal kurz hin. Das heißt, kurz wird wahrscheinlich voll lange dauern, keine Ahnung. Schauen wir mal, was wir unterwegs so finden. Ich finde mir unterwegs eine Mine oder so jemanden hier, einen verlassenen Kriecher, einen armen Hund, einen Bettler, der uns anfleht nach süßem Fleisch. Ich habe ein Hühnchen gesehen gerade. Hier war doch gerade irgendwo ein Hühnchen. Bock, bock, bock. Komm zu mir. Naja. Ah, da ist es. Habe ich die Shotgun noch? Nein, die habe ich weggelegt. Nein. 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 Für die Crossbow brauchte ich Eisen, oder? Ach, verdammt, habe ich nichts mitgenommen. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Schon wieder ein Bär. Oder? Das ist eine Wildsau. Das ist eine Wildsau. Ja, ist egal, wir wollen ja mal eine Strecke hier machen. Was ist das? Geldbeutel. Geldbörse. Ah, was zu essen. Können wir brauchen unterwegs. Das dumm geht, haben wir nämlich nichts, wenn es zu lange dauert hier. Was haben wir hier so drin? Nichts. Hier sind überall Zombies abseits der Wege. Hier habe ich irgendwas gesehen. Was Braunes. Habe mich doch getäuscht. Nee. Ha, so geht es. Meine Damen und Herren, so geht es. Einschlag. Eher spät erschlagen. Können wir wunderbar Federn rausholen, sehe ich gerade. Sehr schön. Schon riechen uns die Zombies. Hallo? Schluss mit lustig. Weiter geht's. Diese Richtung müssen wir. Ich gehe mal ein bisschen im Gras. Vielleicht finde ich noch ein paar Vogelnester nebenbei. Mit meinen Adleraugen. Oder auch nicht. Ich sollte lieber mal noch so. Da drüben muss ich mal rüber schauen. Das könnte eine Mine sein. Aber jetzt sagen wir mal diesem Typen hier Hallo. Der Kopf weh. Do you have a headache? Das ist aber hartnäckig. Hat sich belohnt. Was ist denn mit dem? Was fällt denn der so viel aus? Hallo? Geht doch. Die haben jetzt schon ganz schön ein bisschen Probleme bereitet. Jetzt muss ich sogar was essen. Ich blute, kann es sein? Ich habe so ein Herz, so ein komisches. Oh, ich habe einen Verband dabei. Gott sei Dank habe ich einen dabei. Gott sei Dank. So, jetzt schauen wir kurz hier rüber. Ist das bloß irgend so eine Kante oder ist das hier so minenmäßig?
Das ist so eine blöde Kante. Schade. Muss mal kurz Ausdauer erholen. Ich habe kein Bier dabei. Leider. Ich geh mal Bier holen. Mal Bier holen. Du bist schon wieder hässlich. So, weiter geht's. Bam, 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 bam. Hier ist auch der Hund gefreckt. Wie der Bayer so schön sagt. Bloß bayerisch heute, nicht so geschwollen wie ich. Da kriecht doch jemand. Wird sie noch mehr an? Bist aber nur einer. Ich hätte gedacht, ich habe jetzt so eine gute Keule, aber was halten die da aus, ey? So, ich brauche noch eine Pille, glaube ich. 43 ist ein bisschen wenig. Vom Leben her. Vom Lebensstil. Schon wieder so eine Kante raus. Oh. Ah, jetzt sind wir gar nicht mehr so weit weg, passt. Nester finde ich hier absolut keine irgendwie. Oder ich schaue einfach nicht genug auf. Wir haben vom Teufel rett. Ein Ei. Ich scheiß auf das Ei. So. Was ist das? Schwein? Hallo? Schon wieder so ein Kriecher. War aber ein Langweiler. Na, ist wieder einer. Hallöchen. Jetzt wollte er gerade zuschnappen. Unterhemd hat er dabei. Ich habe mir das letzte Hemd genommen. Ach. Shit, 5 Federn und ein bescheuertes Ei. Bin jetzt so langsam, dass ein Berg rauf geht oder was? Steigerungsläufe. Bin gespannt, ob da bloß so eine Kiste rumsteht. Oder Kohlen. Oder ob da so ein Lager ist dann wahrscheinlich. Ein Nest. 8 Federn. Federnausbeute sehr dürftig. Sind gleich da, habe ich das Gefühl. Hallo. Das Begrüßungskomitee. Bisschen was zu trinken, das ist gut. Jetzt haben wir ein bisschen was zum Essen, ein bisschen was zum Trinken dabei. Ich glaube, wir nähern uns der Kiste. Sind hier versteckte Fallen? Ui. Da oben blinkt das Symbol schon. Und jetzt? Muss ich jetzt das graben oder was? Hallo? Ist hier eine Falle? Ist ein Vogelnest? Ich check's nicht. Ist das jetzt hier eine ungefähre Umgebung, wo das steht? Oder muss ich hier graben oder muss ich was, oder was muss ich tun? Text habe ich nicht mehr, oder? Die Quest oder so. Hallo? Steht hier was rum? Felsen? Hinterm Felsen? Zwischen dem Felsen? Ich hätte den Text einmal genauer lesen sollen. Muss ich hier was graben oder was? Ich check's nicht. Hallo, bitte Anweisung geben. Hallo. Muss ich jetzt ernsthaft graben oder so? Aber wo genau? Ich kapiere es nicht. Gibt es sowas wie
Quests. Jetzt wollen wir mal. Treasures found. Market server location on the map for you. Basic survival, bla bla bla. Alles cool. Few readings is. And the odds are I'm dead. Go to west. Ja, der hat es markiert und jetzt zurückgelassen. Aber hier ist nichts, mein Guter. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt hier irgendwo graben oder was? Das Graben anfangen. Hallo? Da wo ich am besten drüber stehe oder was? Hier. Was soll ich jetzt tun? Da oben blinkt noch irgendwie andere Symbole auf der Karte. ja. Das glaube ich, hat man schon mal das Thema. Okay, graben ist nicht. Was ist denn da? Das sind meine markierten Symbole. Oder? Wenn ich in die Richtung schaue. Nicht wirklich. Da ist irgendwas markiert. Oder ist das die zweite Quest? Mal gucken in die Richtung. Ja, hier ist auch noch eine Kiste. Aber wieso ist hier nichts? Wieso muss alles im Leben immer so schwierig sein? Le Grille. Ja. Letzter, soll ich Gras mähen oder? Hä? Gibt's denn mal wenigstens einen Hinweis oder in der Nähe was? Haben wir schon geplündert? Weißt du was? Sollen wir mal nach dem Weg fragen? Wo ist der Schatz? Rück ihn raus, danke. Weißt du es auch nicht oder was? Wie Hallo? Ich bin jetzt den ganzen Weg umsonst gerannt für nix und wieder nix. Hier haben wir noch Kohlen. Unterhemden. Das schaut mir nicht noch ein Schatz aus. Ein Schatz, ja, die stellen wir unter dem Schatz was ganz anderes vor. Ernsthaft. Ich muss jetzt nochmal lesen, weil das kann nicht sein. Ich muss da irgendwas übersehen haben. Hier. Hello. Lesen wir nochmal. Irgendwas muss uns entgehen. Schauen wir mal die andere Quest an. Ja, toll. 0 Meter. Treasure Objective. Treasures found. Rewards. Ja, wie? Treasures found. Ich habe ihn nicht gefunden. Ja, wie denn? Wer denkt sich solche Quests aus? Ich grab mal nochmal. Noch eins tiefer. Die meinen es nicht ernsthaft, dass ich da runtergraben muss, oder? Ändert sich hier was? Ich komme so verarscht vor. Ich grabe jetzt mal schräg runter, gell, weil... Da gibt's doch auch nichts, oder? Schaufel. Stone-Schaufel. Wood. Kein Holz dabei, oder was? Ist nur wie einer. Schaufel und dann komme ich nicht mehr raus wahrscheinlich. Machen wir ein bisschen Holz schnell. So ein Unding. Was ist ein Unding hier?
Schaufel. Was fehlt denn jetzt? Plantfires und Small Stone. Ja, leck mich doch. Mann, oh Mann. Stone. Dann haben wir halt ein bisschen Stone. Wir sind ernsthaft da runtergerannt, um nichts zu finden. Ich bin einfach zu dumm. Es wird sein. Ich bin einfach zu dumm. Wenn man hier, vielleicht übersehe ich was hinterm Gras oder bin ich der dümmste Mensch der Welt hier? Oder haben sie sich beim Quest-Design selber übertroffen? Oder was geht da ab? Schaut jetzt aus mit der Schaufel. Ah, heute geht's auf einmal, ha? Ja, da geht es. Scrappen. Scrappen. So, wie schaut's aus hier? Ich setz hier mal einen Schatz raus. Hallo? Schaut mir nicht noch Schatz aus. Ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, schaut mir nicht so aus. Gibt's doch nichts Dümmeres, als jetzt da rumzubuddeln, oder? Es gibt keinen dümmeren Typen mehr, der wo das tut, wirklich. Was ist das? Das ist Stein. Wieso liegt da Stein? Wieso hast du eine Maske auf? Was ist da los? Geh, leg mich da um Arsch hier. Das ist doch. Da komm ich nicht mehr raus wahrscheinlich. Ja, freilich komm ich nicht mehr raus, so dummer Idiot. Ja, geht doch. Was ist das? Schaut das schon komisch aus? Schaut bloß so aus, oder? Das ist meine Paranoia. Hier unbedingt was finden zu wollen, wo es nichts gibt. Ja, was soll ich dazu sagen? Schlecht. Minusnote. Ich muss mal nochmal in der Umgebung hier ein bisschen umschauen. Das kann nicht angehen. Sieht mich hier besser. Soll meine Schatzsucher Brille aufsetzen oder was? Das ist der Schatz, ha? Bist du mein Schatz? Das ist mein Schatz, oder was? Schatzi! Das legt sich mir zu Füßen. Was ist hier los? Wo ist der Schatz? Was ist hier los? Ist da was passiert? Was habe ich verpasst? Rück den Schatz raus. Rück den Schatz raus. Sofort. Die Kohlen. Ich will keine Kohlen. Ich will silbernes, glänzendes. Das ist doch nicht den eher ernst, oder? Wir können jetzt so eine Quest machen und da nichts hinstellen. Das ist doch. Wo bin ich jetzt? Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Das ist doch. Kann man sich bloß ärgern hier? Schaut meine noch Schatz aus. Ich will jetzt so eine richtige Piratenschatztruhe, wie ich hier haben. Und was ist hier? Nichts! Nichts! Da oben blinkt's recht geschäftig. Dass wir hier nie was wäre. Ich buddel mir im Boden. Nix ist da. Zieh fix. Ja. Trinke mal einen drauf, ey. Den Scheiß hier. Ja, was ist denn hier? Was muss ich machen? Muss ich hier graben oder muss ich hier Eier schaukeln oder am Penis riechen wie der Yogi oder Kotten aufsammeln oder Gräser schneiden? Ich kapier's einfach nicht. Da muss doch was sein. Ich kapier's einfach nicht.
Ich check's nicht. So, mir, da ist ein bloß Stein, da dauert's. Ach, Bullshit. Bullshit, kein Ninchenbau hier. Das nervt mich jetzt. Ich gehe jetzt mal hier nach Norden wieder zurück. Direkt nach Norden. Hier lang. Ist enttäuschend. Was? Kornsamen, wenigstens was. Schon enttäuschend gewesen jetzt. Bin deprimiert. Ich bin deprimiert. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir sind leider am Ende einer Folge. Leider haben wir nichts gefunden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.